Hallo. Hallo. Ich heiße Hannah und das ist Dom. Und heute sprechen wir über Manchester. Die Hauptstadt des Nordens. Manchester hat ein großes Flughafen, viele Bahnhöfe und kann leicht mit der Autobahn erreicht werden. Es gibt also keine Entschuldigung, nicht zu besuchen. Wenn Sie sich für Kultur interessieren, dann müssen Sie unsere verschiedenen Museen und Galerien besuchen. Es gibt etwas für jeden. Auch für die Kinder? Aber sicher. Sind Sie zum ersten Mal in Manchester und möchten Sie die Stadt besser kennenlernen? Gehen Sie ins Wissenschaft- und Industriemuseum. Dort können Sie mit interaktiven Exponaten über die industrielle Entwicklung der Stadt erfahren. Und es macht den Kindern Spaß. Das klingt spannend. Wo ist dieses Museum? Es ist ganz einfach, es zu finden. Aus Piccadilly Gardens gehen Sie in die Market Street und am Einkaufszentrum Anden vorbei. Dann beginnen Sie links in Deansgate an und weiter gehen Sie geradeaus bis zu Liverpool Street. Mhm. Und das Museum steht gegenüber dem Park. Mhm. Wenn Sie die Geschichte magst, ist die Printworks leicht zu erreichen von Piccadilly Gardens. Man geht geradeaus die High Street entlang, nimmt die erste links und bis sie da. Die Printworks hat viele Restaurants, darunter die weltberühmte Hard Rock Cafe, eine von den zwei in England, die andere ist natürlich in London. Die Printworks hat auch viele verschiedene Pubs und Clubs, zum Beispiel der Bierkeller, der traditionelles deutsches Bier verkauft. Und was mit dem Kino? Stimmt, es gibt auch ein großes Kino. Mhm. Nur einen kurzen Spaziergang von hier befindet sich das Northern Quarter. Und das sollen Sie in Ihrem Stadtbummel inkludieren. Das Northern Quarter ist ein großartiger Ort, um Live-Musik zu hören. Es gibt immer etwas los hier. Die Stadt Manchester ist bekannt für seine Musikszene. Alle Genres von Musik können hier gehört werden. Kennst du einige Musiker, die aus Manchester kommen? Ja, zum Beispiel Oasis oder The Smiths. Schön. Außerdem der Musik ist Northern Quarter ein guter Ort, um originelle Kunst zu sehen. In diesem Gebiet kann man viele kleine Galerien finden und oft die Künstler persönlich sehen und mit ihnen sprechen. Die kleinen Kunstgalerien wirken durchaus einladend und liegen meist in der Nähe von Kneipen. Es gibt viele traditionelle englische Kneipen in Manchester. Sie sind ein großer Teil der Kultur hier. Ein gutes Beispiel ist Shambles Square. Hier sind zwei klassische Kneipen, Sinclair's Oyster Bar und Old Wellington Inn. Sie teilen einen Biergarten in Shambles Square. Das ist wunderbar, wenn das Wetter gut ist. Ja, das Shambles ist so schön, aber bei schlechtem Wetter wollen wir nicht draußen sitzen. Also, wenn es regnet, ist das vielleicht eine gute Idee, in der Manchester Galerie zu verstecken? Die Galerie bietet Ausstellungen, wo man internationale Gemälde von bekannten Künstlern wie Renoir sehen kann. Mm. Es gibt Werke von Renaissance bis abstrakte Kunst und gleichzeitige Kunstwerke. So machen Sie sich bereit für eine lange Kunstlektion. Wenn Sie es schaffen. Ja. Es gibt drei Universitäten hier. University of Manchester, Manchester Metropolitan University und Salford University. In der Nähe von University of Manchester steht das Geschichtsmuseum. Es ist noch eine Möglichkeit, etwas Interessantes zu lernen. Das Hauptthema der Auslage ist Archäologie und Naturgeschichte. Es ist wirklich ein sehenswertes Museum, wenn Sie auf die Welt neugierig sind. Und selbst wenn Sie nicht sind. Stimmt, vielleicht nach der Museumsbesichtigung entdecken Sie ein neues Hobby. Mhm. Hm? Können Sie diesen Lärm hören? Das ist ein Feueralarm. Wir müssen gehen. Wir müssen flüchten. Oh.